Für seine zahllosen Verehrer war der Donauwalzer die Krönung im Lebenswerk von Johann Strauss. Habe ich anlässlich Ihrer Heimkehr die große Ehre, Ihnen die Salvator-Medaille zu überreichen. Strauss wurde geehrt. $100,000. Frag mich, verdiente ein Vermögen. Da blickte ich nur um, Millionen liegen rum. Doch sein Erfolg wurde auch überschattet von Enttäuschungen, Eifersucht und menschlichen Tragödien. Ich bin nicht zu deiner Begrüßung gekommen. Na, weswegen dann? Wegen dem Peppi. Du hast ihn umgebracht. Was? Die Wahrheit hörst du nicht gern, oder? Du siehst ja, was passiert ist, nur weil du ihn nach Russland geschickt hast. Dir geht's nur um dich! 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 Da ist ein Telegramm gekommen. Schon vor ein paar Wochen. Das habe ich dir nicht gezeigt. Shani, deine Mutter ist tot. Und wie komme ich zu der Ehre? Du hättest mir sagen müssen, dass Mutter tot ist! Du hinterhältiges Biest! Den Baby hast du angebracht, aber mich wirst nicht so leicht los. Von dir will ich gar nichts. Sie sind wirklich schwierig und grauslich. Im Gegenteil, schönes Kind. Ich bin der freundlichste, netteste, charmanteste Mann, den es gibt. Dann muss ich's wohl lesen. Wie heißt die Geschichte? Die Fledermaus. Und dann seine Frau. Ist ein gutes Stück älter als er. Also Vorsicht. Wie kann man nur so naiv sein? Ich möchte jetzt keinen Streit. Eine kleine Hure, Shani. Ich kenne diese Weiber. Kannst du das glauben, was in der Zeitung steht, dass ich Kopien von den Arbeiten meines Bruders mache und behaupte, sie wären meine eigenen? Herr Inspektor, eine Frage. Was kriege ich, wenn ich jemanden ein paar feste Watschen überhaupt? Das wird dir noch leid tun. Nur Gott weiß, was passieren wird, aber du wirst bezahlen dafür. Gute Nacht, Mutter. 20 Jahre alt oder 25. Und noch was anderes. Wenn ich nicht der Vater bin, wer ist es dann? Shanis Vater und ich. Shanis Vater? Yeti! Yeti!
Unsinn. Die Nacht ist jung. Oh, was heißt Nacht? Draußen ist heller Tag. Was schon? Nein, hör auf. Lass die Vorhänge zu. In der Früh vertrage nicht so viel Licht. Und jetzt? Kommt's tanzen. Macht's weiter. Ich möchte euch noch einmal tanzen sehen. Na kommt's, ich schaue euch so gern beim Tanzen zu. Na macht's schon. Tanzt für mich. Aber geht's näher zusammen. Ihr wisst eh, wie ich's mag. Noch näher angreifen. Eng zusammenbleiben. Nicht auseinandergehen. Jetzt können Sie gehen, schnell, bevor er sich's anders überlegt. Na? Lass mich in Ruhe. Hab ich recht gehört? Das meinst du nicht ernst? Stimmt, das tue ich nicht. Wo sind denn die zwei anderen? Oh, die haben gehen müssen, die haben eine Probe im Theater. Ich komme ja erst im zweiten Akt. Das ist gut. Weißt was? Färb dir deine Haare. Das macht dir ein bisschen jünger. Oh, schau ich denn schon so alt aus? Nein, so hab ich's nicht gemeint. Ich meine, dann schaust noch jünger aus. Oh, du gefallst mir. Wie heißt du überhaupt? Angelika. Aber alle nennen mich Lilly. Und verstreust du auch Rosenblätter auf die Polster? Parfümierst das Zimmer mit süßen Düften und sagst Maestro zu mir? Wenn du's magst. Nein, sowas mag ich nicht. Ich mag's, wenn einer ehrlich zu mir ist. Und offen, grad raus und immer sie selber. So bin ich eh. Oh, du gefallst mir. Eva. Lilly. Lilly. Jetzt werde ich lieber gehen. Sonst werden sie mich noch rausschmeißen. Du weißt ja, wie die Theaterdirektoren sind. Ach, sagst du ihm, ich hätte dir Gesangsstunden gegeben? Oh, ich wollte schon immer Gesangsstunden. Gibst mir welche? Ich gebe dir alle Stunden, die du magst. Thank you.
Das wäre vielleicht eine schöne Operette. Was? Da heiratet einer die Mutter vom Sohn seines Vaters. Wunderbar wäre das. Na, glaubst nicht, das wäre eher ein Stoff für eine griechische Tragödie? Ich kenne keinen Griechen. Sie stirbt an einem gebrochenen Herzen. Das wäre wunderbar. Natürlich hat's Gerüchte gegeben, mich hätte sie umgebracht. Oder sie hätte selbst Hand an sich gelegt. Aber die Wahrheit ist, die Etty ist einfach gestorben. Das ist so romantisch. Und dann hat's was ganz Kurioses gemacht. Ihren ganzen Schmuck hat's mir hinterlassen, weißt du? 107 ganz exquisite Schmuckstücke. Wann hast du Geburtstag? 25. Oktober. Skorpion, du meine Güte, da muss ich mich in Acht nehmen vor dir. Weil mit deinem furchtbaren Stachel bist du schrecklich gefährlich. Und dann bist eifersüchtig und jähzornig. Ich hab richtig Angst vor Skorpionen. Oh, das brauchst nicht. Ich bin harmlos. Ja, das sagen alle Skorpione, das kenne ich. Jesus, schon so spät. Sehe ich dich irgendwann wieder, Lilly? Nein, ich nehme an, du hast viel zu tun. Ja, das habe ich. Ich habe einen Vertrag für 3 Jahre. Aber für dich tät ich sogar so ein Engagement aufgeben. So ein prachtvolles Geschöpf wie dich habe ich noch nie getroffen, weißt du das? Und ich noch nie so einen prachtvollen Mann. So wie du mich geliebt hast, bin ich noch niemals geliebt worden. Geh auf mit der Schmeichlerei. Ich mein's ernst, ich schmeichel nicht. Oh, du warst so stark, so männlich. Nein, nein, ich muss gehen. Ich darf nicht zu spät kommen. Nein, das lasse ich nicht zu. Du bist mein Verleger, Gustl, und nicht mein Vormund. Ich bin dein Freund, sonst wär's mir wurscht. Ich bin fest entschlossen. Shani, du kannst sie unmöglich heiraten. Warum? Weil, sie ist noch ein Kind. Zwar bist du das manchmal auch noch, aber du bist viel älter als sie. Das kann unmöglich gut gehen mit euch. Der Altersunterschied ist viel zu groß. Was zählen schon Jahre? Ich fühle mich jung und frisch. Hör zu, Shani, ich gönne dir dein Vergnügen. Nimm mir eine Wohnung, genieß die Flügelei, solange es noch geht, schmeiß dein Geld raus für sie. Sei von mir aus ein gefundenes Fressen für die Klatschspalten. Aber ich bitte dich, heirat das Mädel nicht. Gustl, mein Leben haben immer ältere Frauen bestimmt. Meine Mutter, die arme Yeti. Aber mit der Lilly ist's endlich anders. Sie ist so süß und unschuldig. Aber wirklich? Ja, sie ist unschuldig und ehrlich und ohne Arg und Hinterlist. Und es ist lustig mit ihr. So viel Spaß gemacht hat's noch nie. Ja, das glaube ich. Ja, und da ist noch was. Wir wollen unbedingt Kinder. Was? Ich möchte einen Sohn, Gustl. Die Frau hat dich verhext. Tja, das kann schon wahr sein. Ich bin von ihr verzaubert. Aber deswegen heiratet man doch nicht. Nein, ich liebe sie. Und was noch wichtiger ist, sie liebt mich. Gottergerecht. Schau, hör zu. Schau, wenn ich dir doch... Ich werde sie durch jedes Zimmer von ihrem neuen Heim tragen. Oh, bitte, Shani, du wirst dir noch wehtun. Nein, das stimmt nicht. Oh, doch, tut schon weh. Oh, das ist überwältigend, Shani. Schon vor Jahren. Und ich habe nie was anfangen können damit, bis du mir begegnet bist. Nimm's als Morgengabe. Oh, du bist wunderbar, Shani. Du verwöhnst mich. Ja.
will dich noch ein bisschen mehr verwöhnen. Oh, weißt du was? Ich wünsche mir, dass wir in jedem Zimmer miteinander schlafen. Und wenn wir mit allen Zimmern durch sind, fangen wir wieder von vorne an. Einverstanden. Zuerst da. Im Vorzimmer? Ist das vielleicht kein Zimmer? Maestro, Madame, ich bitte um Verzeihung, aber da sind ein paar Männer draußen. Die wollen was liefern. Eine Orgel. Eine Orgel? Das ist meine Morgengabe für dich. Mein Hochzeitsgeschenk. Pumpen musst du aber selber. Komm schon, Schneckenkaiser. Aufwachen, du Siebenschläfer. Geh weg, lass mich schlafen. Du bist schon auf? Schon, es ist gleich 9. Schrecklich, wie müde du bist in der letzten Zeit. Ich hab noch keinen Kind, der so viel schläft wie du. Das Radfahren mach ich nicht mehr mit. Es ist mörderisch. Alle Knochen tun mir weh. Ich wollte dich wachküssen heute Morgen. Ich war ganz zärtlich zu dir. Aber du hast einfach weitergeschnarcht. Dabei warst du früher so stürmisch. Das bin ich auch heute noch, Lilly. Ich bin noch genauso stürmisch wie vor 20 Jahren. Es ist nur dieses blöde Radfahren. Steh einfach früher auf, so wie ich, und mach Gymnastik. Das ist viel besser als so lang schlafen. Ich mag in der Früh gern schmusen. Sag, wo willst du denn zu der unchristlichen Zeit schon hin? Ich habe eine Überraschung für dich. Was denn für eine? Wenn ich dir jetzt sagen würde, wäre es doch keine Überraschung mehr, oder? Also weißt, Shani, ich habe überhaupt keinen schönen Schmuck. Hast nicht irgendwo was im Laden liegen oder vielleicht versteckt? Welchen Schmuck? Naja, ich habe mir gedacht, vielleicht hat deine Mutter dir einen hinterlassen. Oder deine verstorbene Frau. Hast du nicht gesagt, dass die Yeti dir ihren ganzen Schmuck vermacht hat? Sie soll ja wunderbare Sachen gehabt haben. Ich muss gehen. Jetzt ist zu spät, Shani. Also zuerst die gute Nachricht. Es gibt bis jetzt 16 ausländische Produktionen und weitere 18 geplant. Das ist absolut einzig in der Geschichte der Operette. Und die schlechte Nachricht? Das ist ein bisschen peinlich. Ach, dann wird's was Familiäres sein. Ja. Edi? Nein. Lilly, was hat sie angestellt? Das. Frauen kaufen halt gern ein. Dagegen sage ich nichts, aber gleich so viel. Du weißt, wie das so ist. Also ehrlich gesagt, Shani, weiß ich das nicht. Ich sehe ein, dass eine Frau einen Wintermantel braucht, aber gleich 9 Wintermäntel. Ich sehe auch ein, dass eine Frau Handschuhe braucht, aber gleich 38 Paar. Ich sehe auch ein, dass... Ja. Ich sag das in deinem eigenen Interesse. Ich muss ja all diese Rechnungen für dich zahlen. Ja, aber was soll ich denn machen?
Du sollst mit ihr reden. Ihr sagen, sie soll nicht so verschwenderisch sein mit Handschuhe und Mäntel, mit Samt und Seide. Und die Schuhe, hier, bitte. Ich meine 72 ja, Paar Schuhe. Ja, gut. Was hast denn? Gar nichts habe ich. Ich kann nur nicht laufen, das ist alles. Da weiß ich was Wunderbares. Lern Radl fahren, das ist das Allerneueste. Jetzt beeil dich doch ein bisschen. Ja, ich bin gleich soweit. Moment noch. Ich hasse Überraschungen. Die wird dir gefallen. Na, gib mir wenigstens einen Hinweis. Oh nein, Schani, den gebe ich dir nicht, sonst errätst du ja die Überraschung. Also wart schon ab, bis wir da sind. Wo? Du wirst alles sehen. Nur eine kleine Andeutung. Hm? Also gut, ein Hinweis, aber damit hat sich's. Du wirst etwas sehen. Etwas von mir, was du aber so nicht kennst. Eine Kunstausstellung. Muss das sein? Ich mag das nicht, herumstehen und Bilder angaffen. Oh doch, heute schon. Ich hasse dieses ermüdende Herumgehen. In letzter Zeit macht dich einfach alles müde. Du hast mir scheint keine Kraft mehr. Red keinen Unsinn. Willkommen in meiner Galerie, verehrter Maestro. Gnädige Frau, darf ich mir erlauben, Sie durch die Ausstellung zu führen? Nein, danke schön. Wir werden uns allein umschauen. Ich bin jetzt hier ausdrucksstark. Na ja. Das musst du unbedingt anschauen. Na, die hat Mut. Die zeigt das sogar ihrem Mann. Also ehrlich, das hätte ich nicht gedacht. So malen lassen, da wärst du nicht begeistert, oder? Ich tät dich jedenfalls nicht mit dem Maler allein lassen. Sag einmal, ist das nicht der Strauß? Ja, natürlich, und seine Frau. Sie schaut ja wirklich sehr fesch aus. Ja, das lassen wir uns nicht entgehen. Ich habe gewusst, dass du es merkst. Ich verlange, dass man dieses Bild entfernt. Shani! Wo ist der Direktor dieser Galerie?
Hängen Sie dieses Bild ab. Ich fürchte, das kann man nicht machen. Wieso nicht? Weil es Teil der Ausstellung ist. Schein, ich bitte dich, hör auf. Das ist dir schon peinlich. Du bist ruhig. Nehmen Sie dieses Bild von der Wand oder verhängen Sie es wenigstens mit einem Tuch. Das werde ich nicht tun. Ein Bild, das in meiner Galerie hängt, wird nur aus einem Grund abgehängt. Und der ist? Wenn es jemand kauft. Dann ist es hiermit gekauft. Das hätte ich gleich sagen können, dass der so reagiert. Wie konntest du es nur wagen, mich so bloßzustellen? Dich bloßstellen? Und was ist mit mir? Das hast du dir selber eingebrockt. Das kümmert mich nicht. Jetzt ist es heraus. Was ich tue, kümmert dich nicht. Ich bin dir völlig egal. Wie kannst du sowas auch nur denken? Du schmeißt mein Geld mit beiden Händen beim Fenster raus und... Du hast gesagt, ich kann haben, was ich will, oder? In vernünftigen Grenzen. In vernünftigen Grenzen? Wie wir geheiratet haben, hast du darüber aber kein Wort verloren. Also gut, dann verliere ich's jetzt. Du gibst zu viel Geld aus. Du hast kein Gefühl für Sitte und Anstand. Das Gemälde ist ein Kunstwerk, verstehst du? Das Bild ist eine obszöne Schweinerei. Von richtiger Kunst verstehst du überhaupt nichts. Jede Frau der Wiener Gesellschaft wäre stolz und glücklich, von ihm so gemalt zu werden. Trotzdem ist es eine Schweinerei. Das Bild von einer Hur. Du Schuft, du Mieser. Du bist altgeizig und gemein. Du hast von mir alles gekriegt, was du dir gewünscht hast. Ja, nur den Schmuck von der Yeti nicht. Wo hast du denn den Schmuck? Irgendwo vergraben? Vielleicht eingemauert in einer Eisenkasse? Warum versteckst du ihn eigentlich? Das geht dich gar nichts an. Du hast keinerlei Anspruch darauf. Doch, doch, auf den Schmuck habe ich einen Anspruch. Du warst in ihrem Testament der einzige Erbe. Es waren 107 Schmuckstücke. Du hast es mir selber gesagt. Und ich habe einen Anspruch darauf, weil wir jetzt verheiratet sind. Ich habe einen Anspruch. Und was hast jetzt? Oh. Oh. Hol den Doktor. Es ist meine Schuld. Es ist niemandes Schuld. Doch, ich habe mir ein paar schreckliche Sachen gesagt. Ich nehme an, sie hat dir auch nicht nur Freundlichkeiten gesagt. Gustl, du musst mir versprechen, dass du keiner Menschenseele weiter sagst, was ich dir jetzt anvertraue. Charlie, das tut weh. Nach so vielen Jahren der Freundschaft habe ich geglaubt, du vertraust mir. Tut mir leid, verzeih mir. Ich habe nicht gewusst, dass sie schwanger ist. Und ich bin mir fast sicher, dass das Kind nicht von mir ist. Du schaust nicht sehr überrascht rein. Weißt du am Ende etwas, was ich nicht weiß? Der Ehemann ist immer der Letzte, der es erfährt. Shani, ich weiß nichts Genaues. Es war da Tratscherei. Tratscherei über die Lilly? Und wen noch? Mit wem hat sie was gehabt, Gustl? Das musst du sie selber fragen. Gustl, ich flehe dich an, sag's mir. Sie wird wieder gesund. Es geht ihr schon besser. Aber das Kind, das hat sie natürlich verloren. Sie können jetzt zu ihr. Nur, Herr Strauß, bitte keine Aufregung. Geh weg, ich will dich nicht sehen. Der Arzt sagt, ich darf mich nicht aufregen. Ich will nur eine Antwort von dir, dann gehe ich sofort wieder. Du hast mein Leben zerstört, ist dir das noch nicht genug? Ich bitte dich, geh jetzt, ich will dich nicht sehen. Nur eines will ich von dir wissen. Wer ist der Vater? Du gefühlloser Schuft, du hast ja kein Herz. Geh raus da! Raus, sag ich raus, ich will ihn immer sehen! Bitte, Lilly, sag mir die Wahrheit. Sag wenigstens einmal im Leben die Wahrheit. Wer, du kommst mir zu nahe, dann schrei ich um Hilfe, schrei! Du warst die größte Dummheit in meinem Leben.
Mein Gott. Der Schani, ja gibt's denn das? Kommen's doch rein. Kommen's nur. Der Edi hat die alte Wohnung übernommen. Ja, ich weiß. Ich sehe ihn allerdings kaum. Er schlaft am Tag und arbeitet in der Nacht. Aber so ist das Tanzgeschäft halt. Jedenfalls zahlt er den Zins immer pünktlich. Ach, ich muss oft an früher denken. Ich auch. Die Welt hat sich verändert. Sehr verändert. Also, Schani, was kann ich für Sie tun? Sie werden sicher von meiner zweiten Ehe gehört haben. Nichts, was Sie tun, bleibt lange ein Geheimnis in Wien. Ich will mich von ihr scheiden lassen. Sie wollen die Scheidung? Solange ich überhaupt zurückdenken kann, haben Sie die Familie in Rechtssachen beraten. Meistens leider gegen mich. Ich weiß also Ihre Fähigkeiten sehr wohl zu schätzen. Und darum möchte ich, dass Sie für mich tätig werden. Es ist mir eine Ehre, Schani. Aber eine Scheidung in einem so katholischen Land? Ja, ich weiß. Das wird nicht leicht sein. Ich weiß. Darum will ich ja gerade Ihren Beistand haben. Ich möchte nicht da sein, wenn die Streiterei losgeht. Das ist sehr gescheit. Das wird mit Sicherheit eine unangenehme Geschichte. Ich habe genug von Skandalen. Ich fahr weg aus Wien, schon morgen. Wohin denn? Das weiß ich noch nicht. Darf ich vielleicht einen Vorschlag machen? Sie sind jetzt mein Anwalt, bitteschön. Gehen's nach Budapest. Ich habe ein Büro dort. Das heißt, meine Schwiegertochter Adele führt die Geschäfte dort. Sie wissen ja, dass mein Sohn... Sie waren erst wenige Jahre verheiratet. Sie ist zu jung, um Witwe zu sein. Armes Mädel. Nach diesem schweren Schicksalsschlag wollte sie raus aus Wien. Ja, Budapest, ich beneide Sie. Ich liebe Budapest. Ich möchte Ihnen gleich sagen, wie ich meine Angelegenheiten behandelt haben will, damit von vornherein keine Missverständnisse aufkommen. Ich hasse es, wenn man mir schlechte Nachrichten verschweigt. Dann sage ich es Ihnen lieber gleich. Ihre Frau will in die Scheidung nicht einwilligen. Das habe ich erwartet. Also ich fürchte, ich werde den Rest meines Lebens im Exil verbringen müssen, weit weg von Wien. Darf ich Ihnen nun sagen, wie ich arbeite? Ich halte auch nichts davon, wenn man mir schlechte Nachrichten verschweigt. Aber ich sehe da einen erheblichen Unterschied zwischen uns. Ich nehme Sie nicht einfach hin, wie Sie es offenbar tun. Ich glaube, das ist einfach zu erklären. Sie kennen meine Frau nicht. Nein, ich glaube, das liegt eher daran, dass ich klarer denke. Ich bin sicher, die Weigerung Ihrer Frau, sich scheiden zu lassen, wird am Ende sehr gut und vorteilhaft für Sie sein. Haben Sie vielleicht eine Zauberformel? Oder wissen Sie, welchen Richter ich bestechen muss, damit die Scheidung durchgeht? Oder welchen Kardinal? Ich habe nicht gesagt, es wird leicht sein. Eine Scheidung erfordert einen komplizierten Prozess und für einen Katholiken gilt, selbst wenn er eines Tages vor dem Gesetz geschieden wird, ist es für die Kirche nicht. Er darf sich niemals wieder verheiraten. Außer wenn seine Frau sterben sollte. Aber soviel ich weiß, ist sie noch sehr jung. Sie hat alle Trümpfe in der Hand. Wie scheint, kann ich gar nichts tun. Oh doch. Schlagen Sie eine Trennung im gegenseitigen Einvernehmen vor. Damit wäre jeder von Ihnen frei, eigene Wege zu gehen. Eigene Wege? Mögen Sie Pferde? Gestern bekam ich diesen Brief mit einer Einladung für Sie. Für ein Wochenende auf einer Chico-Charda. Das wäre alles fürs Erste. Thank you.
Herr Strauß? Verzeihen Sie, ich verderbe Ihnen das Wochenende nicht gern. Aber ich habe ein Telegramm aus Wien. Mein Schwiegervater hat verlangt, Sie sofort zu informieren. Und Sie wollen ja nicht, dass man Ihnen schlechte Nachrichten verschweigt. Heute bin ich gar nicht so sicher, weil ich mich gerade sehr gut unterhalte. Was ist los? Ihre Frau hat all ihre Bankkonten sperren lassen. Und zwar nicht nur in Wien, sondern auch hier in Budapest. Und das bedeutet... Das bedeutet, ich habe kein Geld mehr. Ich habe nicht einmal genug für die Heimfahrt. Dann werde ich halt da bleiben müssen. Es hätte schlimmer kommen können. Geld kann ich da auch verdienen. Das ist für einen Geiger nicht besonders schwer. Der kann überall spielen. Aber ich habe mir erlaubt, eine Schiffskarte für Sie zu kaufen. Sie müssen zurück nach Wien und kämpfen. Das ist doch sinnlos. Sie sind also doch einer, der schnell aufgibt, nicht wahr? Nein, das tue ich nicht. Ich nehme nur zur Kenntnis, dass ein Kapitel meines Lebens zu Ende ist. Und ich möchte gar nicht mehr daran denken. Ich lebe von jetzt an in der Gegenwart. Und Zukunft werde ich doch eh keine haben, weil... Geben Sie mir Ihre Hand. Oh, ich glaube, was da drin steht, werden Sie langweilig finden. Der jungen Dame sollten Sie aus der Hand lesen. Ihre Zukunft wird interessanter sein. Oh. Joi. Was? Bestimmt was Schlechtes. Was haben Sie entdeckt? Schön. Joi, schön. Haben Sie viel Glück? Ganzes Leben Glück. Haben Sie bald Aussicht auf viel Geld? Joi. Wunderschönes Leben. Und großes Glück für Herz. Ich glaube, der Preis steigt jetzt saftig. Ich sehe bedeutendes Mann. Sehr reich. Wird sie nehmen zur Frau? Oh nein, ich werde nie mehr heiraten. Doch, doch. Weit weg von hier. Dieser Mann heiratet sie. Sie werden Frau von... ihm. Das ist aber ungewöhnlich. Nein. Ich spreche nur Wahrheit. Sie beide gehören zueinander. Aber dieser Mann ist bereits verheiratet. Ich weiß. Es gibt da gewisse Gesetze. Herz hat kein Interesse an Gesetze. Herz ist großer Gesetzbrecher. Was steht hier? Ist abgeschrieben vom Buch des Schicksals. Muss man befolgen? Sie werden sehen. Ja, Sie werden sehen. Ich habe nachgedacht. Ja, das habe ich auch. Ich weiß, was Sie tun müssen. Was muss ich tun? Alle Ihre künftigen Einnahmen auf ein geheimes Konto einzahlen. Der Vorschlag ist sehr gut. Was denken Sie gerade? Ich habe gedacht, wie sich doch alles immer wiederholt. Inwiefern? Mein Vater verlässt meine Mutter. Und sie sind nie geschieden worden. Er trifft eine andere, verliebt sich in sie und lebt mit ihr bis an sein Ende. Und sie haben nie geheiratet.
Was tun Sie in meinem Zimmer? Das ist mein Zimmer. Was soll das heißen, Herr Wirt? Wieso geben Sie diesem Herrn und mir das gleiche Zimmer? War ich sicher, Sie sind verheiratet. Bitte schön um Verzeihung. Also irgendwie habe ich das Gefühl, irgendwer will uns da irgendwas beibringen. Gute Nacht. Gute Nacht. Gib's mein anderes Zimmer. Dieser Besuch ist rein geschäftlich. Es beruhigt mich, das zu hören. Kann ich reinkommen? Nein, können Sie nicht. Rein geschäftlich, wirklich. Was wollen Sie? Ich wollte Sie fragen, ob Sie vielleicht daran denken, sich beruflich zu verändern. Inwiefern? Ich brauche offensichtlich einen Verwalter für meine Finanzen, auch für die fehlenden. Sind Sie interessiert? Kümmert sich nicht Ihr Herr Levy um Ihre Finanzen? Ich denke an das geheime Konto. Oh, natürlich. Wollen Sie? Ich werde darüber nachdenken. Was ist das? Ihr Gehalt. Wirklich großzügig. Sagen Sie ja. Ab sofort nenne ich Sie nur noch Adele. Und wie nenne ich Sie? Maestro. Gemacht. Du verzeihst mir doch, Liebster. Bitte, bitte verzeih mir. Ah, Maestro. Willkommen daheim. Mein guter alter Freund. Gehen Sie raus, bitte. Shani, vergib deiner kleinen Lilly. Lilly war ein böses Kind, das sieht sie ein. Oh Gott, Shani, das war doch nur eine dumme Affäre. Benehmen wir uns doch wie Erwachsene. Ich weiß, es war ein Fehler. Oh, bitte verzeih mir doch. Ich hab dir doch auch verziehen. Ich hab nichts gegen deine Affären. Sie soll ja bildhübsch sein, deine junge Witwe Adele Halmi. Damit will ich nicht sagen, dass mir dein Seitensprung nicht wehgetan hat. Im Gegenteil, er hat mir sehr wehgetan. Ich bin ganz außer mir gewesen vor Eifersucht und habe mir fast die Augen ausgeweint. Aber jetzt darf ich dir verziehen. Du wirst deiner armen Lilly doch auch verzeihen, gell, Shani? Ich verlange, dass du noch heute mein Haus verlässt. So leicht kriegst du mich nicht raus. Es ist mein Haus, du hast es mir als Morgengabe geschenkt. Na schön, dann werde ich gehen. Wenn du das tust, dann hol ich den Revolver oder schieß mich. Schau aber, dass er auch geladen ist.
Shani, was wollen denn Sie hier? Der Maestro schickt mich. Er meint, es gäbe was zum Zusammenkehren. Gemeinheit. Wo ist er jetzt? Gegangen ist er. Er hat nicht einmal nachgeschaut, ob mir was passiert ist. Schickt seinen Diener und verschwindet. Und dieser Diener wird jetzt genau dasselbe tun, Madame. Wie der gnädige Herr hat auch er genug. Und seine einzige Hoffnung ist, dass Sie durch seine sofortige Kündigung die allergrößten Unannehmlichkeiten haben. Guten Tag, Madame. Deine erste Frau stirbt, die zweite verlässt du. Hm? Bitte, so ist das Leben. Oder der Tod, wie man es nimmt. Aber das ist nicht das eigentliche Malheur, Shani. Willst du wissen, was das Malheur ist? Was? Dass du jedes Mal dabei ein Haus verlierst. Sag, weißt du schon, wo du jetzt wohnen wirst? Keine Ahnung. Ich weiß, was du brauchst. Eine geräumige Junggesellenwohnung mit ein paar Extrazimmer für deine hübsche Freundin. Ich meine Sekretärin. Shani, bitte träum nicht. Hör zu, ich rede von wichtigen Sachen. Wo bist du mit deinen Gedanken? Jeden Moment muss die Adele da sein. Sie war heute Morgen auf einer Besprechung. Auf was für einer Besprechung denn? Dr. Halmi, Lili und die Adele in Vertretung für mich. Der Doktor hat wollen, dass ich selber komme, aber ich habe mich geweigert. Ich halte es nicht aus in einem Raum mit der Lili. Und worum ging's dabei? Um mein Geld. Der Doktor will Lili dazu überreden, auf einen Teil meiner nicht ganz offiziellen Einnahmen zu verzichten. Ah. Und, wie ist es ausgegangen? Mein Schwiegervater hat mich gebeten, Ihnen das hier auszuhändigen. Was ist das? Ihre Unterlagen. Die braucht doch nicht ich, sondern er. Nein, nicht mehr. Mit sofortiger Wirkung hat Dr. Halme die anwaltschaftliche Vertretung von Herrn Strauß niedergelegt. Und wieso hat er das gemacht? Im besonderen Interesse von Frau Strauß. Er hat sich entschlossen, künftig ihr beizustehen. Der alte Rechtsverdreher. Er glaubt, er kann das Ganze tüchtig ausnehmen. Was ist? Wo wollen Sie denn hin? Sie werden doch nicht auch überlaufen zu ihr. Nein, ich muss mir nur eine neue Wohnung suchen. Warten Sie, Adele. Erst sagen Sie mir, was passiert ist. Es war nicht gerade sehr angenehm. Eher peinlich. Ihre Frau hat mir den Vorwurf gemacht, ich würde Ihnen zu nahe stehen. Und den Verdacht geäußert, ich hätte eine Liaison mit Ihnen. Mein Schwiegervater hat sich auf Ihre Seite geschlagen. Offenbar hat der Spitzel in Budapest, die ihn dahingehend informiert haben. Also hat er mich rausgeworfen. Naja, das kommt nicht sehr überraschend. Der gute Dr. Halmi war schon immer ein Hüter von Sitte und Anstand. Wenn Sie mich jetzt entschuldigen, bitte. Ich muss eine neue Wohnung finden. Jetzt sind's doch nicht so pressiert. Es ist schon ein Kreuz mit Ihrer Selbstständigkeit, Adele. Überlassen Sie das lieber dem Gustl und mir. Wir zwei finden schon was, nicht wahr? Oh, sicher. Alles, was uns fehlt, ist eine geräumige Junggesellenwohnung mit ein paar Extrazimmern. Guten Tag, Herr Strauß erwartet mich. Gustav Levy. Warten Sie da. Ein besonders ungünstiger Moment. Edi, die Zeit haben Sie selbst bestimmt. Ich bin nur pünktlich. Trotzdem. Dürfte ich mich vielleicht setzen? Suchen Sie Ihnen was. Nun, Edi, wie geht's? Wie geht's der Arbeit? Reden Sie nicht drum, Levi. Sie sind doch nicht hergekommen, um mich zu fragen, wie es mir geht. Aber bitte, mein Arzt sagt, ich bin bumperl gesund und das Strauß-Orchester ist erfolgreich. Ich bin eigentlich wegen Ihrem Bruder Shani da. Und, weiß er's? Natürlich weiß er's. Das wundert mich.
Der Shani hat einen solchen Hass auf mich, dass ich eher glauben würde, er verbietet ihnen, mich zu treffen. Er hasst sie nicht. Oh doch, das tut er. Schlimmer noch. Er hat Angst vor mir. Er ist sich sehr unsicher. Wussten Sie, dass er Angst vor Konkurrenz hat? So unsicher ist er. Dass seine Ehe kaputt ist, haben Sie ja wohl gehört. Ich habe die Zeitungen gelesen, Levi. Das ist schon wieder sowas. Mein Bruder hat kein Urteilsvermögen. Er ist so blöd und heiratet ein Chorflitscherl. Und ich habe gehört, jetzt treibt er gar mit einer Jüdin. Ich kann nur sagen, ein Glück, dass unsere Mutter das nicht miterleben muss. Er hat ihr genug Kummer gemacht. Und dem Vater. Und dem Peppi. Armer Peppi. Um zur Sache zu kommen. Die Lilly macht dem Shani das Leben zur Hölle. Und das mit Unterstützung vom Dr. Halmi. Sie haben sein Konto gesperrt. Er hat keine Wohnung. Ich bin sehr zufrieden mit Dr. Halmi. Ich habe ihm gratuliert, dass er die Seiten gewechselt hat. Der kennt sich aus mit dem Shani. Ein Überraschungsangriff gegen ihn ist das Beste. Der Shani ist ein hinterlistiger Kerl. Das war er immer und das wird er immer bleiben. Ja, ja, der Halmi war immer ein guter Familienanwalt. Ich bin hier, weil ich Sie bitten will, dem Shani einen Gefallen zu tun. Und ich möchte Sie bitten, machen Sie es mir nicht zu schwer. Weil sein Konto gesperrt ist, hat der Shani, um ganz offen zu sein, er ist pleite. Ich werde ihm trotzdem nichts borgen. Ich werde ihm niemals verzeihen, dass er die Musik von Peppi gestohlen und für seine eigene ausgegeben hat. Sie sollten sich davor hüten, solche Lügen zu verbreiten. Ich habe nur die Wahrheit gesagt. Sie wissen, dass das nicht wahr ist. Und wenn Sie mit diesen verleumderischen Lügen nicht aufhören, dann werden Sie sich bald vor Gericht wiederfinden. Sagen Sie, warum Sie da sind, und dann geht's. Also gut, ich bin gekommen, weil ich an Ihren Familiensinn appellieren möchte. So? Sie und das Strauß-Orchester könnten dem Shani helfen. Und wie? Indem Sie seine Musik spielen. Sie haben die Rechte für viele von Shanis Walzern. Spielen Sie es doch bitte. Das täte ihm ein bisschen Geld bringen. Dann hätte er was zum Leben, solange die Konten noch gesperrt sind. Das Strauß-Orchester wird nicht eine Note vom Shani spüren, solange es mir untersteht. Aus Überzeugung. Weil ich als Berufsmusiker weiß, dass seine Musik absolut zweitklassig ist. Und mein Orchester spielt nur Musik von erstklassiger Qualität. Bitte sagen Sie ihm das. Soll ich Ihnen sagen, was Sie sind, Edi? Ein absolut letztklassiger Pinscher. Adele, ich möchte, dass Sie sich das anhören. Eine Liebesszene. Wissen Sie, in früheren Zeiten musste ich beim Komponieren immer allein sein, in meiner gewohnten Umgebung und mit all meinen vertrauten Dingen um mich. Den Kaffee auf dem Tisch, die Zigarren immer in Reichweite. Und ich habe geglaubt, ich kann nicht komponieren, wenn das nicht alles da ist. Und jetzt schauen Sie mich an. Den einzigen Platz, den ich zum Arbeiten habe finden können, ist ein Theater. Und wissen Sie was? Ich glaube nicht, dass es der Musik schadet. Das beurteile ich, wenn es fertig ist. Nein, im Ernst. Es ist einfach unglaublich, wie schnell man sich den veränderten Umständen anpassen kann. Dass Sie hier arbeiten, mag ich, weil ich damit immer in Ihrer Nähe sein kann. Und zuhören. Bei Ihnen fühle ich mich geborgen. Ich fühle mich auch geborgen hier. Ich habe noch nie so viel Freude bei der Arbeit gehabt. Und jetzt sagen Sie mir, was Sie davon halten. Dabei müssen Sie an das Zigeunerfest bei Budapest denken. Herrschaft, war das eine Inspiration. In mehr als nur einer Beziehung. Und denken Sie dabei auch an den besonderen Klang dieser Musik. Ich rieche den Erfolg. Du hast doch nur eine Arie gehört.
Gut, dann rieche ich eben nur einen Erfolg. Wunderbar, wunderbar. Aber wollen Sie nicht in meinem Büro arbeiten? Nein, nein. Es ist gerade recht da. In Zukunft arbeite ich immer in einem leeren Theater. Was ist, Gustl? Warst du erfolgreich? Hast du gewusst, dass der Wahnsinn in eurer Familie ausgebrochen ist? Der Edi sagt nein. Der Edi sagt nicht nur nein, der sagt nein, niemals und überhaupt niemals nicht. Typisch Edi. Und was jetzt? Wie ich es sehe, hast du zurzeit 4 Feinde. Ein mächtiges Heer, das dagegen dich angetreten ist, als da sind als Feldmarschall deine Frau Lilly, als General der Dr. Halmi, als Armee die Gesetze Österreichs und der Heiligen Römisch-Katholischen Kirche und zuletzt, aber nicht zu unterschätzen, als geheimer Verbündeter Eduard Strauß, dein teurer, wahnsinnig gewordener Bruder. Also ich sehe für dich keine Chance. Soll das heißen, wir können gar nichts machen? Leg mir bitte keine falschen Worte in den Mund. Sie haben einen Plan? Nein. Aber wenn Sie mich so fragen, habe ich schon einen Plan, nur wird euch der nicht gefallen. Was denn? Nicht gleich aus der Haut fahren, erst zuhören. Erstens, Schani konvertiert und wird Protestant. Auf diese Weise kann er sich scheiden lassen. Zweitens, er legt seine österreichische Staatsbürgerschaft zurück. Aber... Aussprechen lassen. Wenn der Schani kein Österreicher mehr ist, kann sich der Halmi auf den Kopf stellen, weil dann unterstehst du nicht mehr österreichischem Recht. Und drittens, nimmst du die Staatsangehörigkeit von einem fremden Land an, vorzugsweise von einem, in dem Zerrüttung Grund genug für eine Scheidung ist. Sagen wir, irgendwo in Deutschland zum Beispiel. Was meint ihr? Tut mir leid. Das finde ich einfach lächerlich. Johann Strauß, der mit Sicherheit berühmteste Wiener auf der Welt soll, Staatsbürger von, was weiß ich, Schleswig-Holstein oder so werden. Wer will schon einen Schleswig-Holsteiner Walzer? Eine andere Lösung fällt mir nicht ein. Wissen Sie, was passieren wird? Können Sie sich vorstellen, was die Leute hier mit Ihnen machen werden? Die werden Sie genussvoll in der Luft zerreißen, Stück für Stück. Es wäre nicht das erste Mal. Die werden Sie einen Verräter nennen. Einen Verräter an dem Land, das ihre Heimat ist, das ihre Musik inspiriert hat. Was soll ich sonst machen, Adele? Und dann gibt's da noch etwas, etwas Persönliches, was mich angeht. Niemand glaubt mir, dass ich nur ihre Sekretärin bin. Sie haben schon genug Probleme am Hals, ich will Ihnen nicht noch mehr bereiten. Unsinn, das alles hat doch nichts mit Ihnen zu tun. Sie werden allein mir die Schuld geben. Bitte denken's doch weiter. Denken's an die Priester, die brandmarken Sie dann Sonntag für Sonntag als Ketzer und Sünder. Nennen Sie einen Ehebrecher. Ich werde sie mir sicher nicht anhören. Und seine Majestät, was glauben Sie, wie lange es dauert, bis er einen anderen zum Hofballmusikdirektor ernennt? Adele, ich habe schon komponiert, bevor ich in kaiserliche Dienste getreten bin. Und ich glaube nicht, dass meine Musik schlechter wird, wenn man mir den Titel aberkennt. Oh, Schani, Sie können doch nicht gegen die gesamte K&K-Monarchie ankämpfen. Sie können nicht ganz Wien herausfordern. Und Sie können nicht einfach Ihr Leben, Ihre ganze Karriere in die Donau schmeißen. Nein, aber probieren kann ich. Sie sind unmöglich. Ich verstehe nicht recht. Ich kann Ihnen noch nicht mehr sagen. Vertrauen Sie mir. Natürlich, Maestro. Ich vertraue Ihnen. Aber warum die Geheimnistuerei? Ich habe meine Gründe. Sie waren immer ein Freund von mir. Ein verlässlicher Mitstreiter. Und vor allem ein hervorragender Direktor. Ich würde sonst niemandem erlauben, meine neue Operette herauszubringen. Sehr schmeichelhaft, Maestro. Aber wann könnte denn die Premiere sein? Sekunde. In 3 Monaten. 3 Monate? Das heißt, dass mir nicht viel Zeit bleibt. Haben Sie es noch nicht fertig? Nicht alles jedenfalls. Ich hoffe, Sie wissen, was Sie da machen. Das hoffe ich auch. Das ist alles sehr überstürzt. Ich muss noch Ausfertigungen an die Hofkammer schicken. Ja, ja, das müssen Sie, ich weiß. Danke. Was bin ich schuldig? In Anbetracht der Eile macht das 20 Gulden. Heute ist ein trauriger Tag für Wien. Tja, für ganz Österreich. Dass Sie Ihre Staatsbürgerschaft zurücklegen, das ist, als ob die Donau über Nacht austrocknen möchte. Ich werde nicht mit auf den Perron kommen. Auf Wiedersehen. Wiedersehen. Ein Abschied für immer ist es ja nicht. Es ist ja keine Reise zum Mond. Wir sehen uns ja wieder, nicht wahr? Ja. Ich kann euch ja besuchen, nicht? Kann ich doch. Ja, natürlich. Ein Blödsinn ist das. Ein idiotischer, aufgelegter Blödsinn. Ich meine, was für eine Welt ist das, in der wir leben? Der Brahms, ein deutscher Komponist, lebt im Exil in Wien.
Und du, ein Wiener, gehst dafür in Deutschland um Asyl betteln. Die Welt ist eben mein Narrenhaus, Gustl. Ja, das werde ich tun. Ich komme euch besuchen. Wiedersehen, Gustl. Viel Glück. Geht's. Herein! Ah, lieber Strauß, freut mich, ihn zu sehen. Bitte setze sich. Wirklich, das ist ein glücklicher Tag für uns alle. Ich habe die Ehre, ihm im Namen seiner Majestät die Ernennung zum Hofballmusikdirektor zu überreichen. Johann Strauß? Ja. Hier entlang, bitte. Willkommen im Herzogtum Sachsen-Coburg, lieber Herr Strauß. Wir werden unser Bestes tun, damit Sie in Ihrer neuen Heimat glücklich werden. Bald, Herr Strauß. Sind Sie ein Bürger dieses Landes und Österreich liegt weit hinter Ihnen. Johann Strauß? Ja, ich bin Johann Strauß. Ihr Beruf? Musiker. Nationalität? Meine Staatsbürgerschaft habe ich zurückgelegt. Sie suchen an, unter dem Schutz seiner Durchlaucht des Herzogs von Sachsen-Coburg hier ansässig zu werden? Jawohl. Gemäß § 22 Absatz 4 DBGB gewähre ich Ihnen unter einem die Staatsbürgerschaft und die Protektion des Herzogtums Sachsen-Coburg. Kraft des mir verliehenen Amtes spreche ich nunmehr das Urteil in der Scheidungssache Johann Strauß gegen Angelika Strauß, auch Lilli Strauß genannt. Aufgrund der irreparablen Zerrüttung zwischen den Eheleuten gebe ich dem Scheidungsersuchen statt. Die Ehe ist hiermit aufgehoben. Die Heilige Schrift bezeugt mit diesen Worten, dass die Ehe ein gutes und gnadenreiches Geschenk Gottes ist. Und so frage ich dich im Angesicht Gottes und dieser Gemeinde, Johann, willst du Adele zu deiner Frau nehmen, sie lieben und ehren in guten wie in bösen Tagen, bis dass der Tod euch scheidet, dann antworte ja mit Gottes Hilfe. Ja, mit Gottes Hilfe. Und nun frage ich dich, Adele, willst du Johann zu deinem Mann nehmen, in Lieben und Ehren, in guten wie in bösen Tagen, bis dass der Tod euch scheidet, dann antworte ja mit Gottes Hilfe. Ja, mit Gottes Hilfe. Tauscht nun die Ringe zum Zeichen eurer Liebe und Treue. Ugh.
seid froh. Uhu, wieso? Schaut euch nur um. Der Levi geht um. Ja, Schani, du kommst her, Hier, für Sie. Danke. Kommt schon, wir müssen uns beeilen. Wir dürfen uns nicht verspäten. Schani, nur das wird der Abend werden. Also, dich wird's auf der erstbesten Laterne aufhängen und mich als Zugabreiter nehmen. Sie haben dir vergeben.
Unglaublich. Und das alles auf einem Wachszylinder. Ich verstehe es nicht. Naja, ich auch nicht. Aber ein Amerikaner namens Edison versteht's und das reicht ja wohl. Ja, es ist eine wunderbare Zeit, in der wir leben. Abgesehen davon fände ich jede Zeit, in der ich lebe, wunderbar. Bald wird es in jedem Haus so eine Maschine geben. Dann kann jeder hören, wie die größten Musiker der Welt ihre Meisterwerke spielen. Und da sag einer, die Zeit der Wunder wäre vorbei. Wisst ihr, ich tät noch gern ein anderes Wunder miterleben. Welches denn? Eine Gesamtausgabe meiner besten Sachen, Adele. Aber die wird es wohl nie geben. Wieso nicht? Ganz einfach. Mein Bruder Edi wacht wie ein Höllenhund über die Familienarchive. Er könnte überredet werden, glaube ich. Ja, du glaubst wohl auch, dass Frösche fliegen. Nein, nein, hör zu. Hier ist das Presseheft zu deinem Jubiläumskonzert. Die Musik der Strauß-Dynastie prägte das 19. Jahrhundert, von den Napoleonischen Kriegen bis zur Sezession. Sie ist ein Denkmal dieses Jahrhunderts und verkörpert ein goldenes Zeitalter. Und die Namen sind der Stoff, aus dem Legenden gemacht werden. Johann Strauß Vater und seine Söhne Johann, Josef und Eduard. Wollen Sie denn unbedingt alle aufzählen? Die Leute wollen doch eh nur Schanis Musik beim Jubiläumskonzert hören. Hier spricht die liebende, treue Gattin. Dieses Presseheft ist pure Diplomatie. Ich kenne den Edi, es wird ihm schmeicheln, dass wir ihn nennen. Da kann er auch wirklich geschmeichelt sein. Wenn wir dem Edi deine Musik abluchsen wollen, dann kommt es jetzt ganz allein auf dich an. Auf mich? Ja, geh zu ihm. Kriech, lüg, mach einen Schmäh, aber was auch geschieht, verliere nicht die Beherrschung. Wir brauchen ihn mehr als er uns. Servus, Edi. Ich nehme an, du willst reinkommen. Ich weiß gar nicht mehr, wann ich das letzte Mal da war. Du wohnst allein? Nein. Unsere Mutter ist immer bei mir und sie sieht alles. Und jetzt sieht sie auch dich. Und dann habe ich noch die Vergangenheit. Dieses Museum des Niedergangs, Streites und Verfalls. Was vom Ruhm geblieben ist? Oh, ich zeig's dir. Das müsste alles geordnet, katalogisiert werden. Das tät Jahre dauern. Wir könnten einen Experten nehmen, einen Archivar. Warum Geld rausschmeißen? Es ist vorbei. Alles ist Vergangenheit. Der Vater ist schon lange tot und begraben. Alles, was bleibt, ist der Radetzky-Marsch. Und wir, Edi. Warum hast mich aus heiterem Himmel überfallen? Du hättest dich anmelden müssen. Ich will ganz offen mit dir reden. Das Archiv ist der Grund für meinen Besuch. Der Levi will einen Sammelband mit unserer Musik herausbringen. Vom Vater, dir, dem Beppi und mir. Was zahlt er? Darüber haben wir noch gar nicht geredet. Aber ich würde sagen, jeder von uns bekommt die Hälfte. Was heißt, jeder bekommt die Hälfte? Das ist mein Archiv, ich will alles. Du willst für meine Kompositionen auch zahlt werden? Herrgott, wie gierig du bist. Das ist einfach nicht zu fassen, Shani. Du bist weltberühmt, wofür brauchst du das bisschen Geld denn noch? Also gut. Die gesamten Tantiemen gehören dir. Ich will erst darüber nachdenken. Nein, wozu noch nachdenken? Ich erlaube es nicht. Wieso nicht? Wieso nicht? Wieso nicht? Weil ich lang genug in deinem Schatten gestanden bin, darum nicht! Du kannst dir überhaupt nicht vorstellen, wie das ist. Immer bin ich vernachlässigt worden, die Mama hat immer dich und den Baby bevorzugt. Ich helf dir nicht! Lang genug hast du dich auf meine Kosten hervorgetan. Schon gut, Edi. Wenn du nicht willst, dann nicht. Aber dann gib mir wenigstens meine Noten. Ein paar von den Sachen sind nicht einmal kopiert worden. Nein, die gehören alle mir. Ich habe das Archiv geerbt, darum gehört alles mir. Aber das sind meine Kompositionen, meine Rechte, begreifst du? Was nutzen dir deine Rechte an einer Musik, die niemand spielt? Und niemand wird sie spielen, solange ich lebe. Da kannst du ganz sicher sein. Ich war auch im Theater. In der Uraufführung von diesem Zigeunerschmarrn. Ich habe alles gesehen und gehört. Wien liebt dich, Shani. Ich muss mich bloggen, um zu überleben. Und damit die Leute überhaupt merken, dass ich existiere. Gott, steh mir bei. Wenn ich es gewagt hätte, die Arbeit meines toten Bruders zu stehlen, meine Staatsbürgerschaft niederzulegen und eine Jüdin zu heiraten, man hätte mich gesteinigt. Aber dich haben's mit offenen Armen empfangen, wieder aufgenommen wie den verlorenen Sohn. Nein, nein, nein.
Nach Recht und Gesetz ist das mein Besitz. Und ich allein entscheide, was damit geschieht. Aber es sind nicht deine Kompositionen, Edi! Wenn du es zurückhaben willst, dann klag doch! Geh vor Gericht! Lass ein Richter entscheiden! Ich will dich nie mehr wiedersehen, solange ich lebe. Also, wir können noch verschwinden. Es ist noch nicht zu spät. Hört euch das an. An den Walzerkönig Wien. Kein Name, keine Adresse und es ist angekommen. Ich möchte auch was zeigen, Shani. Sie haben eine Liste der 10 berühmtesten Leute der Welt veröffentlicht. Königin Victoria ist die Erste und du kommst als Dritte nach dem Bismarck. Was denn das? Es ist ein Wagen ohne Pferde und man nennt ihn Automobilherr. Er wird von einem Motor getrieben. Und der Kaiser, fährt er auch in sowas spazieren? Sogar genau in diesem, Herr. Ich habe ein langes und ereignisreiches Leben hinter mir. Ich habe Revolutionen und Kriege mitgemacht. Geben Sie mir Ihr Wort, dass diese Maschine nicht unter mir explodiert. Ich will nicht, dass es mich an meinem Jubeltag in kleine Stückchen reißt. Ich gebe Ihnen mein Wort, Herr. Kein übler Empfang für einen deutschen Komponisten. Das hätte ich mir niemals träumen lassen, dass ich hier einmal vom Kaiser geehrt werde. Ich weiß. Seine Majestät, Kaiser Franz Josef I. Lieber Johann Strauss, es ist mir eine große Freude, ihn mit dem Ritterkreuz auszeichnen zu können.
Euer Majestät. Mit Euer Majestät gütiger Erlaubnis widme ich diesen Walzer Eurer Majestät. Thank you.
Schane, gib mir sofort die Geigen. Gibt's das her? Wenn eins von meinen Kindern mein Verbot missachtet und Musiker wird, zahle ich von dem Moment an keinen Kreuzer mehr. Hast du verstanden? Schane, du gehst auf die Handelsschule. Ohne Widerrede. Ich werde Ihnen jetzt einen Rat geben, den ich noch keinem Schüler gegeben habe. Er lautet, gehen Sie. Geben Sie die Schule auf. Aus Ihnen wird nie ein Geschäftsmann. Ihr kaufmännisches Talent ist gleich null. Nein, ich korrigiere weniger als null. Die Kathi wartet draußen. Bitte, Herr Lanner. Kathi ist meine Tochter. Ich weiß. Wer bist du? Ein Freund von ihr. Du bist mit Pflanzen, hä? Du bist der Schani Strauß. Du hättest mein Sohn sein können. Deine Mutter war eine wunderbare Frau. Aber ich hätte dich niemals Schani geheißen. Ich hätte dich tauft auf Hund. Er ist der Sohn vom Johann Strauß, der Bursch. Und ich bin, wie ihr wisst, der Josef Lanner. Ich schwöre euch, ich mache aus ihm einen besseren Geiger wie sein Vater. 19 Zugaben. Ich habe nie so viel gehabt. Ich gratuliere, Schani. Ich glaube, heute ist ein großer Musiker geboren worden. Ich bin sehr stolz auf dich. Ich mache dir einen Vorschlag. Lass uns von heute an vereint gehen. Machen wir ein Orchester und erobern wir gemeinsam die Welt. Was sagst du? Nie. Niemals! Schani Strauß, ich melde mich zum Dienst für die Revolution. Sie werden ein strategisch äußerst wichtiges Kommando übernehmen und Lebensmittelvorräte bewachen. Mach ihm die Augen zu. Zu spät. Wieder einmal zu spät. Ja, Sie werden verstehen sofort. In Vauxhall Palais, Sie werden spielen. 1, 2, 3, Razdvatri, Razdvatri. Ist königlicher Befehl. Ist sich Befehl von Zarina von Russland. Kann nicht verweigern. Wie heißt ich liebe dich auf Russisch? Ja, Lublju Tebja. Ja, Lublju Tebja. Und jetzt habe ich eine Überraschung für Sie. Wir haben unter unseren Gästen den bedeutendsten Musiker Wiens, Johann Strauß. Und jetzt, meine verehrten Herrschaften, habe ich einen großen Wunsch, eine Bitte an unseren verehrten Gast. Maestro, würden Sie mir die Ehre erweisen, mich zu begleiten? Ich danke Ihnen, aber ich fühle mich nicht wohl. Ihr Vater hat mich einmal begleitet. Ich verlange nicht mehr von Ihnen. Ich will mich von dir verabschieden, Mama. Ich habe mir gleich gedacht, dass du mich nicht fragen kommst, wie es mir geht. Wo fährst du hin? Nach Paris. Leb wohl, Schani. Und wenn dich die Puppenspielerin doch einmal auslässt, dann sehen wir uns vielleicht einmal wieder. Solange du dich von ihr gängeln lässt, besser nicht. Kollegen ins Theater zurückgehen und sagen, alles, aber auch alles habe ich versucht. Und dennoch hat er mich nicht erhört. Nein, das will ich aber wirklich nicht. Mit Ihrem Einverständnis möchte ich öffentlich verkünden, dass es praktisch unmöglich ist, dass Ihr verstorbener Bruder Josef Strauß der Komponist der Fledermaus gewesen ist. Er war ein Ingenieur und deshalb klingen seine Stücke etwas technisch. Sie sind das Gegenteil von ihm. Impulsiv, natürlich, spontan und inspiriert.
Ich sehe bedeutendes Mann. Wird sie nehmen zur Frau? Oh nein, ich werde nie mehr heiraten. Doch, doch, weit weg von hier. Sie werden Frau von ihm. Was steht hier, ist abgeschrieben vom Buch des Schicksals. Muss man befolgen? Sie werden sehen. Sie werden sehen. Shani ist tot. Was? Maestro! Ich muss Ihnen eine sehr traurige Mitteilung machen. Ihr Bruder, Johann Strauss, ist tot. Der Shani ist gestorben. Jetzt spielen wir mal. Ja, genau. Spielen wir mal. Wir spielen was von Shani. Thank you.